Was denn hier los? Frauen, Herr Leutnant! Warte, lass ich auch, dass es Frauen sind. Wer sind Sie? Wo kommen Sie her? Gehören Sie in dieses Haus? Drei Fragen auf einmal. Wollen Sie sich erst Ihre Leute hinauswerfen? Schert euch raus! Hier ist Frontgebiet. Was machen Sie hier? Sie werden lachen, wenn wir es Ihnen sagen. Ich lache selten. Seit ein paar Wochen schon gar nicht mehr. Dann werden Sie jetzt lachen. Unsere Söhne sind durchgebrannt von der Schule. 15-jährige Jungs an die Front. Na los! Lachen Sie! Na und? Was und? Wir sind hinterher und wenn wir sie erwischen, nehmen wir ihnen die Gewehre ab und dann nehmen wir sie mit nach Hause. Ich werde ihm mal was sagen. Wenn ich jetzt einen Zylinder hätte, dann würde ich ihn ziehen, ganz feierlich. Das wäre aber auch alles, was ich für Sie tun könnte. Fahren Sie weg, ja, so schnell wie möglich, bevor Sie Ärger kriegen. Mit wem? Ihren General haben wir schon fertig gemacht. Ach, hauen Sie ab, es gibt eine Menge Ärger, der kommt gar nicht von Generälen. Der kommt vom Krieg an sich. Was ist denn los? Können unsere Leute nicht rein? Was du hier siehst, das sind 6 tapfere Mütterlein, die wollen ihre Söhne von der Front zurückholen. Verzeihen Sie mir, die Frau, aber die Sprache macht es nicht. Ich gebe Ihnen einen guten Rat. Fahren Sie so schnell wie möglich nach Hause. Aber wir können doch nicht... Dann schlagen Sie sich mal aus dem Kopf. Wir gehen nicht ohne unsere Kinder nach Hause. So. Haben Sie meine Leute gesehen? Ungezogene Lümmel. Das sind Versprengte, wissen Sie? Die hat man aufgesammelt in Frontleitstellen, in Wartesälen und auf der Straße. Dann hat man sie mir in die Hand gedrückt und gesagt, geh mal mit denen ein bisschen an die Front. Die wollen natürlich gar nicht, verstehen Sie? Die haben die Nase voll. Die haben sie ein bisschen im Straßengraben gelegen und ich weiß nicht, woran die gedacht haben. An zu Hause vielleicht oder an sowas wie ihr seid. Aber es nützt ihnen nichts. Die müssen alle wieder hin und krepieren. Warum erzählen Sie uns das? Um Ihnen zu sagen, dass so ein paar private Gedanken nichts nützen. Mir nicht, Ihnen nicht, überhaupt niemandem mehr. Lass die reinkommen, wir bleiben ein paar Stunden hier. Der Terek mal ja nicht.